Hey ho, willkommen zurück zu Terranigma. Yay. So, ich habe gelevelt, bin jetzt auf Level 22. Und habe ziemlich viel Kohle, aber nun gut, hat auch lange gedauert. Ja, aber sowas mag ich gerne bei RPGs, so ein bisschen für mich selber ein bisschen leveln, weil das ist wirklich langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur hin und her latsche und ein paar Gegner kaputt kloppe. So, und nun, dank den Nomaden, die haben mir gesagt, wie ich durch die Wüste kommen soll. Und zwar muss ich ja erst ja nach Westen, bis ich da drei komische Felsen finde. Das werden wohl die sein. Ja, und dann nach Süden, bis ich dann wieder so eine Steingruppe finde. Zwar hier. So, und jetzt muss ich nordwestlich. Das heißt, so ein bisschen zicke-zacke laufen. In der Hoffnung, denn, weil ich muss zwei so eine komischen Schädel finden. Problem ist halt, ich weiß nicht genau, guck mal, da sind sie. Weil ich wusste nicht genau, wie man jetzt nordwestlich laufen soll, aber ich habe sie gefunden und dann einfach nur nach oben. Bis so ein großer, Totenschädel auftaucht. Da. Okay, und das war schon. Ja, das ging irgendwie recht einfach, muss ich sagen. Okay. Da oben ist ein Schloss. Kann ich da. Komme ich nicht hin? Okay. Wo könnte ich denn jetzt hin? Was mir übrigens auch auf den Balkan. Okay, also sind wir jetzt in Europa. Was mir in diesem Spiel auch so aufgefallen ist, schon mehrmals, aber ist mir. Habe ich noch nie wirklich erwähnt. Wir latschen hier direkt über die ganzen Kontinente. Und das ist ja innerhalb von Sekunden. Dementsprechend müssten wir rein theoretisch eigentlich ja Jahre unterwegs sein. Und ich habe gelesen, dass Ark, also der Protagonist, als wir da in dem Tempel aufgewacht sind, da in diesem Tibet, da in Lhasa, dass wir da wohl angeblich auch 3 Jahre lang geschlafen haben sollen. Ist das so korrekt? Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt so irgendwie mal so gelesen, dass wir wohl angeblich 3 Jahre lang geschlafen haben sollen. Es muss ich gestehen, ist eine ziemlich lange Zeit. Okay, hier gibt es auch wieder verschiedene Sachen, wo man hingehen könnte. Okay, da oben ist ein Schloss, da oben ist so ein Felstunnel. Und hier sind auch Gebäude. Geh mal in das Gebäude rein. Zoll. Muss ich jetzt hier Zoll bezahlen, oder? Okay, da unten ist auf jeden Fall jemand. Wenn ich hier reingehe. Hey, cool. Hinter dem Zoll befindet sich ein Land, das sich Spanien nennt. Ich hörte, die Burg wurde von grausamen Unholden überfallen. Ah ja. Nach Spanien, España. Wo willst du denn hin? Ohne Erlaubnis kannst du nicht passieren. Och Mann, ich darf mir also nicht den Flamenco tanzen. Schade. Okay. Und hier sind wir in Loire, also Frankreich? Könnte das sein? Loire? Schauschwester, es ist Rob Wood. Nein, wer ist Rob Wood? Das ist nicht Rob Wood. Tut mir leid, mein Bruder hat einen Fehler gemacht. Rob Wood ist ein Dieb, aber dennoch hat er ein gutes Herz. Rob Wood, also Robin Hood kenne ich, aber Rob Wood nicht. Nimmt es von den Reichen und. Ja, also ist das eine Robin Hood-Anspielung, okay. Rob wurde im Schloss gefangen genommen. Ich bin sehr besorgt. Aber hier leben auf jeden Fall auch ganz normale Menschen. So, europäisch. Louis ist die ganze Zeit am Trinken. Das ist aber nicht gut. Oder Louis? Bist du vielleicht Louis? Nennt man dich Louis oder Louis? So. Hallo, ich bin Louis Trinker. Ich trinke aus Kummer. Dup, dup. Willst du meine Geschichte hören? Ja. Aber du scheinst etwas auf dem Herzen zu haben. Sprich, ich werde dir zuhören. Wirklich, das ist alles so furchtbar. Soll ich zuhören, ja? Wirklich, ich werde dir zuhören. Oh, danke. Als ich dem König die Glocke gab, zerstörte er Stockholm nicht. Stockholm kenne ich, aber Stockholm nicht. Ne? Nur er ließ auch alle Bewohner töten. Bis auf ein Mädchen. Ich allein bin schuld am Tod vieler, vieler Menschen. Die Hermesglocke weist den Weg durch den Norpesterwald. Ich habe die Glocke von einem Mann aus Spanien erhalten. Doch dann habe ich sie dem König gegeben. Damit begann das Unheil. Mittels der Glocke fand der König Stockholm und zerstörte es. Das alles ist nur meine Schuld. Prost! Mittels der Glocke und. Achso, gut. Okay, wir müssen also eine Glocke finden, um durch einen Wald zu kommen. Ah ja, das ist wohl unsere nächste Primärmission. Was ist das hier? Das ist
Das ist ein Fischglas oder so, ne? Sieht zumindest so aus. So ein Glas, wo man Fische drin hat. Also kein Aquarium in dem Sinne, sondern so ein Glas halt. Oh, Händler. Willkommen, wie kann ich helfen? Oh, apropos, hier mal wieder zwei Heildinger. Davon habe ich genügend. Was war das nochmal? Ach, da verkaufe ich mir auch mal ein paar Stück. So. Danke. So, hast du eine neue Rüstung für mich? Nee, du hast ja gar nichts. Du? Willkommen, wie kann ich helfen? Ah. Oh, oh. Oho. Aus Bronze, schmiedet und strahlt in dunkler Nacht. Könnte mir sogar beide Waffen kaufen. So, mache ich auch. Kann ja nicht schaden. Achso, er hat drei Waffen. Schlägt Wölfe in die Flucht. Ja, ich würde aber gerne auch die Kleidung der Soldaten. Ja, komm. So. Jetzt bin ich pleite. So, dann rüsten wir uns mal wieder neu aus. Erstmal eine Waffe. So. So, die. Das ist der Granitschwer. Habe ich jetzt eine Waffe doppelt? Hä? Ich habe doch zwei Waffen gekauft. Achso. Ich habe die Strahlenlanze zweimal. Ach so, toll. Das Geld hätte ich mir auch sparen können, denn. Na gut, nehme ich den Bronzespeer. Ausgerüstet. Toll. Na gut, aber hier noch das Kettenhemd anziehen. So, ausgerüstet. Na gut, habe ich ein bisschen Geld verschwendet, ist ja auch egal. Ich sammle sowieso wieder genügend Geld ein, aber ich möchte mich hier noch ein bisschen umsehen noch. Vielleicht gibt es ja noch... Nee, gut, das ist nur ein Magier. Ich habe bis jetzt noch keine Zaubersprüche irgendwie auch nur ansatzweise benötigt. Das werde ich auch so beibehalten. Oh, ein Orakel. Hey, die Sterne kennen deine Zukunft. Höre zu. Hüte dich vor Hunden und finde das pfeifende Glück. Suche im Wald. Ja, aber die Lanze, womit ich ja die Hunde abwehre, die konnte ich mir ja nicht kaufen. Oh, ein Mädchen. Magst du Blumen? Ich darf erst nach Hause gehen, wenn sie verkauft sind. Ein stummes Mädel und einen Pinguin kannst du damit glücklich machen. Sie kosten 5 Taler. Ja, dann kaufe ich mal. Alles klar, ich kaufe eine. Eine Orchidee. Danke, aber ich kann immer noch nicht nach Hause gehen. Wie wäre es mit einer weiteren Blume? Ja, gut. Noch eine. Danke, aber ich kann immer noch nicht. Wie wäre es mit einer... Ja, ich... Kaufe. Danke, aber ich kann immer noch nicht. Wie wäre es... Ja, komm, ich kaufe noch eine. Die kostet ja nicht viel. Oh Gott. Wie viele muss ich hier denn abkaufen, damit sie nach Hause gehen kann? Danke, aber ich kann immer noch nicht. Wie wäre es mit einer weiteren? Ja. Nee, komm, die verarscht mich. Danke, ich habe genug. Jetzt ist alles, was du kaufst. Geizhals. Hallo? Wie viele bitte habe ich jetzt abgekauft? Von den Orchideen? Ich glaube mal genügend, ne? Ja. Oh, ich könnte noch zwei Stück kaufen. Komm, dann kaufe ich so viele, bis ich keinen Platz mehr habe. So, ich darf erst nach Hause gehen. Ein stummes Mädel und ein Pinguin, ja. So. Danke, aber ich kann immer noch nicht nach Hause. Wie wäre es mit einer weiteren? So. Ja, ich kann da nicht mehr kaufen. Ich kann da nicht mehr tragen. Bin vollgepackt. Das ist wirklich schade. Ja, toll. Also hat das nichts gebracht. Hier hängt Wäsche. War ich hier schon drinne? Marcel. Okay. Dann stack ich mal mit dir noch. Hallo, willst du eines meiner Gemälde kaufen? Oh nein? Nee. Oh, hier ist noch eine Katze. Eine Katze. Fuji. Oh, schade. Schade, die Katze möchte nicht mit mir spielen. Oh, und hier? Eine Show oder sowas? Nur Festerwald? Das ist der Wald nördlich von hier. Willst du etwa hin? Geh lieber nicht, ich habe gehört, dass dort Geister hausen. Er kam diesen Ideen aus dem Nordfesterwald zurück. Jeder, der den Nordfesterwald betritt, kommt nicht mehr heraus. Vielleicht sind die Gerüchte wahr, dass dort Geister herumspuken. Im Nordfesterwald wohnt der Teufel, so sagt man. Okay. Hey, ist das Deppi? Nee, doch nicht. Klepp, klepp. Gott, wie groß ist denn bitte Loire? Meine Oma war vor langer Zeit eine Dienerin der Königin. Sie erzählte uns tolle Geschichten aus dem Königshaus. Warst du hier? Möchtest du mit Mutter sprechen? Sie ist nur schwer zu verstehen. Oh. Oh Gott, Großmütterchen. Was er getan hat, ist schrecklich eine wahre Tragödie. Die Erinnerung zu verdrängen heißt, weiterleben zu können. All diese Unschuldigen, keine Gnade.
Was er getan hat, ist schrecklich. Eine wahre Tragödie. Achso, na gut. Na gut, na gut. Ja, ich glaube, in Loire gibt es eigentlich nichts, was jetzt irgendwie so relevant ist, oder? Jean? Eines Tages wird das Volk dieses Land regieren. Um dieses Ziel zu erreichen, studiere ich Tag und Nacht. Okay, das ist also eine Bücherei oder so? Ne, doch nicht. Gut. Ja, oh Gott. Unter uns, der König ist ein absoluter Tyrann. Warum der König diese Verordnung erlassen hat, weiß ich auch nicht. Wahl oder nicht, ich hoffe, Sie hören mit den Feiern auf. Der Alltag ist sowieso schon hart genug. Du armer Teufel, hast doch nicht vor, die Prinzessin zu heiraten. Erspar dir das, du wirst dich nur schrecklich blamieren. Steht denn hier drauf? Rob Wood, der skrupellose Dieb, wurde endlich verhaftet. Und hier? Wer die Prinzessin wieder zum Sprechen bringt, darf sie heiraten. Bewerber möchten sich bitte den König Olaf melden. Achso. Magst du frisches Croissant? Nur 10 Taler. Ja, dann kaufe ich ein. Ich nehme eins. Lass es dir schmecken. Dir scheint es ja zu schmecken. Ja, natürlich. Ich esse gerne Croissants. Oh Gott, viel zu groß. Ein Kellner. So. Ich habe viele Weine, doch der König nimmt sie mir alle weg. Ich möchte gerne jedem Wein anbieten, aber das geht leider nicht. Jo, wenn der König so ein Saufbold ist. Okay. Die Kellerei, ja. Gott. Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Der König hat für diese Stadt sehr strenge Gesetze erlassen. Hier wird sich nichts ändern, solange man diese Politik betreibt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Also gibt's keine Kinder. Hier ist ein Inn. Willkommen in Luciens Hotel. Hey. Wein für unseren Gast. Wir bieten dir exotische Musik und heiße Tänze. Oh ja. Kommt ihr aus Spanien? Das ist so ein Flamenco-Tanz. Yay. Dieser Service ist allerdings nicht gerade billig. Im Ganzen macht das... What the fuck? 1 Million Taler. Bezahlt wird im Voraus. Wie, was? Du bliebst so scherzen, oder? So viel Geld habe ich nicht bei mir. Was ist los mit dir? Unsere Preise sind doch wirklich toll. Du kannst Schulden auch abarbeiten. Wie jetzt? Oh. Schüler, ich habe mitgehört. Hast du deine Hände im Spiel? Du kennst ja meine Warnung. Denke zuerst nach, bevor du es bereust. Oh, stimmt nicht. Das ist unser Spezialservice. Dies ist eine neue Idee. Erst erschrecken und dann der tolle Service. Interessant. Ich werde diese Art von Werbung dem Volke nahelegen. Achso, das ist eine Frau? Lady Feeder, bitte, bitte. Danke. Zwinker. Diese dumme Sache tut mir wirklich leid, aber nicht jeder hier ist so. Seltsam. Ich habe das Gefühl, als hätte ich dich schon einmal gesehen. Wenn du... Melina? Okay. Heiraten willst, dann begib dich morgen zu ihr. So heißt doch auch meine Freundin. Die Dame mit dem Schwert ist Lady Feeder. Sie bewacht die Prinzessin. Sie ist eine Frau, führt das Schwert aber wie ein Mann. Ja, starke Schwertkämpferinnen. Oh, endlich kann ich speichern. So. Ja, du. Irgendwie ist diesen Part bisher noch nicht viel geschehen. Was ist, bleibst du? Dann geh in das rechte Zimmer und wer randaliert, der fliegt raus. Oh, oh, oh. Hey, da hinten ist ein Hund. Kann ich randalieren? Kann ich? Nee. Schade, aber ich könnte hier, ja, kann meine Wunden hier heilen. Ja, ich gehe gleich rüber zu dem Hund. Gucken, ob der Hund, der scheinbar auch ein Gast ist, denn für mich machen kann. Ob er irgendwas Interessantes macht. So. Rüber zu dem Hund. So, hallo. Netter Hund, aber er sagt nix. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen dann wahrscheinlich ins Schloss, oder? Mein bestes Rezept ist der Schlaftrunk, bekannt auf der ganzen Welt. Ich suchte im Mooswald nach Zutaten, fand aber keinen Pilz. Die wachsen in dieser Saison nur spärlich, okay? Ich mache mir sowas nicht aus freien Stücken. Mein Boss sagt mir, was ich zu tun habe. Denk nicht, dass ich wirklich böse bin. Okay, mit dir kann ich nicht nochmal quatschen. Möchte ich ehrlich gesagt auch nicht.
Gut, das war Loire. Dann können wir raus, ne? Ja. Dann muss ich wahrscheinlich hier hin. EG, Erdgeschoss. Na gut. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part besuchen wir dann das Schloss und ja, mal gucken, was uns dann erwarten wird. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.